Herr Britsch, die US-Konjunktur laufe unter Doping, sagen Sie. Was heißt das? Ja, das Doping, das wurde der US-Wirtschaft in Form der Steuergeschenke von Donald Trump gespritzt. Der Konsument profitiert davon ganz erheblich und vor allem auch die US-Unternehmen. Sie können alle Ausrüstungsinvestitionen sofort abschreiben und diese Anreize, die nutzen sie jetzt. Wir haben ein extrem starkes Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal gesehen, rund 4% Wachstum, und davon sind etwa rund 3% auf diese Effekte zurückzuführen. Und wie nachhaltig sind diese Effekte? Bei den Unternehmensinvestitionen sind sie wahrscheinlich nicht wahnsinnig nachhaltig. Die wurden direkt auf das Jahr 2018 gezielt. Also haben auch natürlich die Midterm-Elections im Auge gehabt. Bei den Konsumausgaben denken wir, die werden nachhaltiger sein. Es machen auch Rezessionsängste die Runde. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass diese eintreffen? Diese Rezessionsängste wurden ja aufgrund der Verflachung der US-Zinsstrukturkurve hervorgerufen. Wir haben andere Indikatoren ebenfalls untersucht, inklusive eben auch dieser Verflachung der Zinskurve. Für 2019 würden wir immer noch sagen, dass aufgrund dieser Signale die Rezessionswahrscheinlichkeit sehr gering ist, wohl unter 20% liegt. Die Schweiz konnte bisher stark profitieren von der US-Konjunktur. Die Qualität des dortigen Wachstums würde sich aber verschlechtern, sagen Sie. Welchen Effekt hätte dies auf die Schweiz? Nun, die Schweiz wurde extrem stark befeuert durch die zweifachen Effekte. Einerseits den synchronen Aufschwung der Weltwirtschaft ab 2016 und dann im letzten Jahr durch die Abwertung des Schweizer Frankens. Beide Effekte fallen jetzt etwas weg. Der Franken hat eher wieder aufgewertet. Und der Welthandel generell, die Konjunktur der Weltwirtschaft, die wächst einfach weniger stark als in den letzten 2 Jahren. Und davon wird die Schweiz betroffen sein. Dann liegt noch der Handelsstreit zwischen den USA und China im Raum. Die Schweiz ist jenes Land Europas mit der höchsten Exportquote nach China. Das alles könnte belastend wirken.